Faust Stenstedt, who has just mounted the podium and shaken hands with our concertmaster today, Raymond Yevick. We have asked the orchestra to rise, bows once again to the audience, and we'll hear the overture to Sedalia. Thank you.
denn jetzt sind wir allein. Wir können vertraut schauen. Es gibt ja nichts Wichtiges sei. Ich darf meine Arbeit nicht zahlen. Ein Wahnsinn, du trotzige Du. Sprichst du die Führer, ich bin. Fidelio in unser Haus und seit der Zeit
ist alles in mir und um mich verändert. Thank you.
vergeben. Sind Sie jetzt gut? Kein Gefangener wird Sie zerbrechen. Wie viel kostet alles? Hier. Oh, gut. Ah, du bist ein kluger Junge. Ich gebe dir meine Tochter. Vater, wirst du es bald tun? Sobald der Gouverneur nach Sevilla abgereist ist, gebe ich euch zusammen. Nun, meine Kinder, ihr habt euch doch lieb, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles. Man braucht auch... Hat man nicht doch gut vergeben, kann man auch nicht glücklich sein. Traurig wird man nur das Leben, wahres Leben stellt sich ein, wahres Leben stellt sich ein. Und fängt in der Tasche sein Klingel und Rot, daher kommt das Glück an den Fetschen, ein Abend vor vier Tagen. Verschaffe das Wort und Fett und reizende Mädchen und reizende Mädchen. Und reizende Mädchen, das Glück in ihren Küsten soll, es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Was wohl heute in heute lache, jedes Pferd erkennt sich ein. Stolz und immer gut brach, werden Schäbe pflicht sein, werden Schäbe pflicht sein. Drum ist auch Fortuna den Reichen so hold, sie holen ja nur, was sie wollen. Erhöhe die Hand, die Kunst ist mit Gold, worüber sie schämen sich sollen. Worüber sie schämen sich sollen. Das Glück gibt wie ein Knechtel soll, es ist ein Mächtig, es gibt aus Gold, aus Gold. Ihr könnt das leicht sagen, Meister Rocco, aber es gibt etwas, das mir weit kostbarer scheint. Und das wäre? Euer Vertrauen. Wie oft sehe ich euch aus der Kelle dieser Festung ganz ermattet zurückkommen. Warum erlaubt ihr mir nicht, euch bei eurer Arbeit zu helfen? Du weißt doch, ich habe strengsten Befehl, niemand zu den Staatsgefängnissen zu lassen. Niemand! Lieber Vater, du arbeitest dich zu Tode. Ja, ihr habt recht. Der Gouverneur muss mir erlauben, dich in der geheimen Kerker mitzunehmen. Indessen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich nie führen darf. Vermutlich, wo der Gefangene sitzt, von dem du schon einige Male gesprochen hast. Ja, ja. Ist es schon lange her, dass ihr dort erwartet ist? Schon über 2 Jahre. 2 Jahre! Sagt er, er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Aber es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Großer Gott! Jetzt hat er nur noch Brot und Wasser. Kein Licht, kein Stroh. Nichts. Vater, führe Fidelio ja nicht zu ihm. Diesen Anblick könnte er nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut und Kraft. Hab immer Mut, dann wird er auch gehen. Was Herz und Mann vor Gegenwart bei vielen Gegenden. Hilfe!
Oh,
Rheinland auf den Wald! Alle übrigen auf ihre Posten! Die Depeschen! Ich kenne diese Schrift. Der Minister hat in Erfahrung gebracht, dass die Staatsgefängnisse, denen sie vorstehen, mehrere Opfer willkürlicher Gewalt enthalten. Er reist morgen ab, um sie mit einer Untersuchung zu überraschen. Wenn er entdeckte, dass ich diesen Florestan in Ketten liegen habe, ihn, den er längst tot glaubt. Doch es gibt ein Mittel. Zu sein. Nun ist es mir gewonnen, den Mörder selbst. Nun ist es mir gewonnen, den Mörder selbst. Nun ist es mir gewonnen. Ah, das ist ein Augenblick, die Rache will ich sehen. Auf die Straße von Sevilla. Sobald sich ein Wagen von der Reiter begleitet nähert, lassen Sie augenblicklich ein Signal geben. Verstehen Sie? Augenblicklich. Ich erwarte die größte Pünktlichkeit. Sie haften mit Ihrem Kopf dafür. Auf eure Posten! Offen! Offen! Thank you.
von unserer zarten Note. Schnell aus dem Weg zu räumen. Oh, den Staate liegt heran, den bösen Unter, schnell, schnell aus dem Weg zu räumen. Oh, das ist so warm, oh, das ist so warm. Hier darf ich länger leben, sonst muss man nachgeschehen. Ich lebe in Tizarus als Leben, so jenen Mann hinunter. Du weißt, du weißt. Sehr schnell ein Grab. Und dann wird ich selbst vermummt mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß! Und er verstummt. Er sterbt mit seinen Tätern. Hast du mich verstanden? Du gibst ein Zeichen, dann wird ich selbst ermut, mich in den Kerker schleichen. Ein Schuss und ihr versteht. Er sterbe seine Ketten, so kurz war seine Pein, sein Tod und Alter. Thank you.
Sicher nicht hierher. Ohne seine Erlaubnis? Vater Rocco. Also, Giacchino, Fidelio, löffel die Leiche der Gefängnisse. Ich aber gehe zu Pizarro und halte mich zurück. Halte mich vor.
Thank you.
Thank you.
schon, wir würden den Eingang gar nicht finden. Da ist er. Er scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Ihr meint es. Wir müssen gleich ans Pferd gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, seine Züge zu unterscheiden. Gott schrie, wenn er es ist. Hier unter diesen Trümmern ist die Zisterne, von der ich dir gesagt habe. Nicht hier zu graben, um an die Öffnung zu kommen. Gib mir die Hauen. Du stell dich hierher. Du zitterst? Fürchtest du dich? Nein, es ist nur so kalt. So mach es fort. Beim Arbeiten wird es schon warm werden. Ich soll gar nicht zu klagen haben. Ich soll gar nicht zu klagen haben.
Er hat eben den Kopf gehoben. Ich muss allein mit dem reden. Nun, habt ihr geruht? Geruht. Tiefendig Ruhe. Stimmen. Werdet ihr immer bei meinen Taugen taub sein? Sag mir endlich einmal, wer ist der Gouverneur dieses Gefängnisses? Don Pizarro. Pizarro! Oh, schick so bald wie möglich nach Sevilla. Fragt doch hier eure Flores dann. Sagt ihr, dass ich hier in Ketten liege? Ruhig, ruhig, das ist unmöglich! Da ist er! Wer ist da? Schließe! Du bist ja so bewegt. Und ihr selbst? Ja, der Mensch hat so eine Stimme. Ja, sie dringt in die Tiefe des Herzens. Oh,
und der Herr Minister ist angekommen. Gelobt sei Gott. Wir kommen, ja, wir kommen augenblicklich und werden den Herrn Gouverneur hier auch begleiten. Thank you.
Thank you.
Wille führt mich zu euch, ihr armen Herr. Dass ich der Frevel nach den
conclusion of Beethoven's only opera, Fidelio, from the stage of the Metropolitan Opera House in New York. And now here's a final tableau, written up on the Metropolitan Opera chorus, the prisoners and their wives, with Florestan and Leonore in the center, a kiss to each other after that great final chorus, a well-deserved bow for the men and women of the Metropolitan Opera chorus. Last week, we had the children's chorus, so important in Hansel and Gretel. Today, the regular chorus, singing that triumphant music of Beethoven, celebrating the release of the prisoners, praising the courage and loyalty of Leonora, the rescuer of her husband. A stirring opera, and you can tell the audience here at the Metropolitan Opera House for this Saturday afternoon matinee has thoroughly enjoyed this performance of Beethoven's Fidelio. Now the bar lights are on, and here are John Cheek, Franz Matsura, John Vickers, Ava Martin, Paul Plischka, Roberta Peters, and James Atherton. John Cheek, the benevolent Don Fernando, Franz Matsura, the malevolent Don Pizarro, John Vickers, Florestan, Ava Martin, Leonora, Paul Plischka, Rocco, Roberta Peters, Marcellina, James Atherton, Giacchino, now happily reunited with Marcellina. And here again is James Atherton, who sang four different roles in our broadcast last season of The Tales of Hoffman, and who will be heard next month in our broadcast of La Traviata. Tenor James Atherton. Here is Roberta Peters, who has sung so many of these Saturday matinee broadcasts, and she sang roles from The Queen of the Night to Lucia de Lammermoor, her most frequent, Gilda and Nicoletto. Roberta Peters, famous, among other things, for her wonderful debut in Don Giovanni as Serlina. Here is John Cheek. He'll be our Colline next week. And he's appearing in Berlioz Les Troyens, both the radio broadcast February 18th and the telecast March 28th. Bass John Cheek. Here is Paul Plischka, who also is in both radio and TV broadcasts at Les Troyens. He'll be back in 2 weeks in Mahagoni, and then in Macbeth, Don Giovanni, Don Carlo this season. Bass Paul Plischka. Franz Matsura. He's singing in Strauss's Arabella and Stravinsky's Oedipus at the next season, the Oedipus February 25th, the Arabella March 17th. He was Dr. Shearn and Jack the Ripper. Here is John Vickers. John Vickers, who will be singing his famous Peter Grimes and Siegmund of Valkyrie on the next spring tour this year. Born in Prince Albert, Saskatchewan, Canada, we've heard him as Othello, Parsifal, Tristan, Samson, Aeneas. His debut role in 1960, Tranio. Here is Ava Martin, whom you may have seen in the live from the Met telecast of Tannhäuser as Elizabeth. We heard her in the Gioconda broadcast last season and as Persephonis and Electra. In the Centennial Gala telecast, she sang, she's kneeling to the audience now and waving. Ava Martin sang an aria from Furnberg in the Centennial, Hungarian soprano, born in Budapest in 1977. Here is Klaus Tinstedt, bowing to the orchestra, and they're applauding back up to him. He is nodding, bowing to the house and the orchestra in his Metropolitan Opera broadcast debut. This Metrodeo is his American Opera debut. He's brought on the record to cast now. Klaus Tinstedt is music director and principal conductor of the London Philharmonic Orchestra, regular guest conductor of the Berlin Philharmonic, and is appearing this season with the New York Philharmonic, the Chicago Symphony, the Minnesota Orchestra, born in Marysburg, Germany.